So, hier haben wir. Jetzt haben wir eine Parodie von Boys, ne? Ja, genau. Das ist aber jetzt das Reenactment. Da haben wir wieder ein Reenactment der Aktion von Boys durch Marina Abramović. Die hat 2005 im Guggenheim Museum sieben einfache Stücke der Performancekunst nochmal aufgeführt. Davon waren zwei von ihr selbst, eine alte Sache und eine ganz neue. Und die anderen waren von anderen Künstlern, also von Bruce Nauman, Vito Acconci und hier zum Beispiel eben von Beuys, der, ich glaube, 64 war das, in der Galerie Schmela in Düsseldorf eine Ausstellungseröffnung hatte und dann aber die Galerie, als die Gäste ankamen, abgeschlossen war. Man konnte durchs Fenster sehen, wie Beuys mit einem ausgestopften Hasen hin und her ging und ihm die Bilder erklärte. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage, kann man das eigentlich nachmachen? Und dieses Gesicht aus Gold, ist es... Das hatte Beuys selbst. Er hatte sich also den Kopf mit Honig eingeschmiert und dann so Blattgold. Allerdings nicht so viel wie sie, also ein bisschen Blattgold aufgelegt. Mhm. Aber von den Puristen wird natürlich so etwas total abgelehnt, denn man war eigentlich immer ja der Auffassung, Performance ist was Einmaliges, das kommt nicht wieder, das ist dieser eine Augenblick. Und wenn es dann zu einem Art Spektakel wird, wo sie dann auch noch versucht hat, andere Teile von Beuys Aktionen, nämlich Ausfegen und noch so ein paar andere Sachen damit hineinzubringen, das ist schon fragwürdig. Mhm. Aber sie setzt sich ja jetzt sogar dafür ein eigenes Performance-Museum zu errichten, wo eben alle diese Werke in irgendeiner Form zugänglich bleiben sollen. Ne? Also die Reproduzierbarkeit hat da gewonnen. Genau, genau. Also selbst die Hauptvertreterin Marina Abramović ist sozusagen übergelaufen. Das ist, ja. Dann haben wir hier Shepard Fairey, einer der berühmtesten Street-Art-Künstler, der in den 90er Jahren sich erst hohes Ansehen erworben hat, weil er eine künstliche Marke erfunden hat, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Und die hatte den Namen Obey. Mhm. Und das hatte er aus einem Film von John Carpenter mit dem Titel They Live. So ein Science-Fiction-Film, wo die Hauptidee darin bestand, dass man, wenn man so eine bestimmte Droge nahm, man plötzlich die Welt, wie man sie gewohnt war, nicht mehr sah, sondern feststellte, dass das nur eine Oberfläche, eine täuschende Oberfläche war, und man dann plötzlich die Wahrheit erkannte. Da stand nämlich dann überall in Häusern Consume, Obey unter anderem auch. Ne? Und daraus hat er dann so eine Marke gemacht, so eine Werbung für nichts quasi. Und das war insofern ganz interessant am Anfang, weil man das eben lesen konnte als eben werbekritische, konsumkritische Kampagne. Und dann ist er aber, wie es ja auch irgendwie nahe liegt, letztendlich auf die Idee gekommen, wenn die ganze Welt schon diese Marke kennt, dann wäre es doch dumm, wenn ich nicht jetzt wirklich Produkte unter diesem Markennamen unter die Leute bringe. Und dann hat er angefangen, T-Shirts zu produzieren, Basecaps und dieses ganze Programm. Okay, ist der in den Design gegangen? Der? Ja, ja, hat also Millionen sicherlich damit verdient. Ne? Naja, und er hat ja damals bei dem Wahlkampf, als Obama zum ersten Mal gewählt wurde, auch ein Bild von Obama gemacht. Und in dieser typischen Art und Weise mit so, sagen wir mal, Rückgriffen so auf die 20er Jahre. Es sieht so ein bisschen aus wie Gustav Klutzis oder irgendjemand so auch aus Lisicki, aber eben natürlich nicht aber wirklich. Ne? Total verwurzelt in der Popkunst, ne? Erst bei Jones und Andy Warhol. Ne? Ja, klar. Aha. Können Sie eher sich hinsetzen, oder? Ja, ich kann noch weitermachen. Ja, das ist ein Beispiel aus der
Malerei, die ja im 21. Jahrhundert sich oft solcher kitschiger Themen angenommen hat. Ich glaube, da braucht man nicht viel groß noch weiteres darüber zu sagen. Also es ist schon ein bisschen peinlich und die Kunst dient ja dann manchmal auch als Entschuldigung, dass man so eine Art halb pornografische Vorliebe dann auch in seiner Wohnung ausleben kann und auf Besucher und Besucherinnen dann besonders freigeistig wird. John Curran ist der andere, der das also mit großem Erfolg betrieben hat, aber da gehen wir einfach jetzt mal weiter. Thomas Lehmann hat 2009 hier die Berliner Nationalgalerie zu einer großen Ausstellung benutzt und man sieht, dass er eben diese ganze Architektur verwandelt hat durch diese riesigen Vorhänge. Es gibt da keine Stellwände, sondern die hat er alle rausnehmen lassen und hat dann diese Vorhänge benutzt, die, glaube ich, Mies selbst ursprünglich mal vorgesehen hatte. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Also er hat sich auf jeden Fall mit der Geschichte des Gebäudes genau befasst. Und zumindest Mobilwände, ne? Diese Wände, ja, die mobil waren, das war ganz häufig. Ja, aber dass es eben Vorhänge sind. Ne? Das gibt ja einen ganz anderen Hintergrund. Mhm. Und er hat sich auch mit Lili Reich beschäftigt, eine Fotografin, die mit Mies van der Poel damals liiert war und hat so eine kleine Kammer auch nachgebaut, die man dann selbst dort sehen konnte. Also interessant ist eben, dass jemand ist, der nicht nur jedes kleine Detail in seinen Bildern exakt genau vorherplant und genau ausleuchtet und also das aus der Fotografie vertreibt, kann man sagen, was sie eigentlich ausmacht, nämlich das Zufällige. Ne? Dass da plötzlich irgendwas ist, was man nicht erwartet hat. Ne? Irgendwie so ein Wischer zum Beispiel. Ne? Also genau das, dass irgendwie eine Fliege vorbeikommt oder irgendwie ein Wassertropfen auf die Linse fällt oder so, das passiert ja dauernd bei Fotografien. Oder dass irgendwie kleine Spuren von Dreck noch da sind. All das hat er ja versucht eben zu eliminieren. Ne? Also das ist alles aus Pappe, also ganz neu, ne? Nachgebaut und total sauber, keine Gebrauchsspuren, obwohl es sich zum Beispiel hier um ein Wartehäuschen handelt, eine Bushaltestelle, die total beschmiert ist und irgendwie dreckig und so weiter, wo sich die Gruppe The Tokyo Hotel getroffen haben. Naja. Existieren die noch, ja? Ja, genau. So, hier haben wir wiederum etwas, was auf der Art Basel gezeigt wurde. Takashi Murakami, der ja auch eine große Fabrik betreibt und sozusagen für jeden etwas bereithält, hat hier so eine Art Tablett aus Kunststoff, Acryl höchstwahrscheinlich, in seiner Fabrik in Brooklyn bauen lassen. Und auf dieses Tablett hat dann Pharrell Williams, der eher als Musikant und Schlagersänger bekannt ist, so seine Lieblingssachen hingestellt. Pepsi trinkt er offenbar gern, genau wie Michael Jackson. Ne? Okay. Und hier irgendwie, ich weiß nicht, Schlagsahne vielleicht, ne? Also solche Sachen, Marken, die... Aber es ist keine Kritik dabei, es ist einfach nur eine... Es ist keine Kritik, sondern eine Feier. Eine Feier, froh, ne? Nur, dass wir Pepsi haben. Ja. Wir beten Pepsi an, sozusagen. Wir machen für Pepsi einen kleinen Schrein. Und wir freuen uns jeden Tag an dem Geschmack. Schön. Ja, das ist die Kunst, die aus der kommerziellen Seite kommt. Genau.